Fresskick auf Nacken und zwar diesmal auf Christian Eckerlins Nacken und ich freue mich tierisch. Das ist ja ein sehr gehobenes Schickimicki-Restaurant. Hinter uns die ganzen Verbrecher. Auch hier am Tisch, oder? Ehemalige. Ich nicht mehr. Ich auch nicht mehr, Gott sei Dank. Und zwar sind wir hier beim Main Dinner und zwar wieder Frankfurter Main und nicht wie Main wie Mainz. Und das ist dein Lokal, wo du hier ab und an mal schick essen kannst? Ja, wir gehen hier regelmäßig essen. Regelmäßig? Ja, ja, ja. Mhm. Ist auch der Besitzer ein guter Freund von mir. Mhm. Und für mich das beste Steakhouse hier in Frankfurt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Was wird hier geboten? Das sieht alles so nach Kühe, viel Steak. Ja. Auch nur Steaks? Nee, ich glaube, also ich denke, es gibt noch andere Sachen hier, aber ich weiß es gar nicht ganz genau, weil wenn wir hier kommen, essen wir nur Steak. Und ja, wenn du kommst hier hin nur wegen Beef, ne? Nur wegen Beef. Nur wegen Beef kommt er hier hin und sieht wirklich sehr einladend aus. Frankfurt, wo sind wir hier in Frankfurt? Sachsenhausen. Sachsenhausen, ihr wisst Bescheid, Leute. Und was bestellst du hier immer? Was für ein Steak? Was für ein Fleisch? Ich nehme hier das klassische Filetsteak. Ich lasse mir das aufschneiden, wie sagt man, Entrecot ist kein Filet. Nee, ich weiß es nicht. Schmetterlingsschnitt. Ja, genau, den Schmetterling. Wir nehmen heute mal den Schmetterling. Nein, nee, aber nehmen, also du bestellst Entrecot. Genau, genau, genau. Und ich nehme dasselbe und ich würde vorschlagen, Tristan geht in die Küche. Noch ein bisschen der Burger im Magen, aber... Der Burger hängt hier noch im Magen? Ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, das Mettbrötchen, der rohe Fleisch, hat die noch im Magen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die Leute, die jetzt gerade zuschauen, die wissen noch nicht genau, worum es geht, falls sie das andere Video nicht gesehen haben. Der Christian hat heute gegen seine Frau gekocht. Die haben Burger Battle gemacht. Eigentlich Christian, dein Burger sah super aus optisch, aber wenn du genauer hingeschaut hast, war das Ding noch halb hoch. Ja, jetzt kommen diese Dinger wieder, ne? Ha, hör mal, ich habe gewonnen. Kann du hast sagen. Gewonnen, klar, gar keine Frage. Gegen das meine Frau und gegen dich. Weißt du? Deswegen. Wow. Oh, jetzt ist das immer. Wow. Wie schön das aussieht, ja? Ist das Chimichurri, was da drauf ist? Ja, ne? Chimichurri. Ah, wenn ich Steak und das Essen jetzt so sehe, dann weiß ich ja, warum du die alle so wegknallst aber im Ring. So ist es. Aber, ey, wisst Bescheid, Leute. Ihr solltet auf jeden Fall hier vorbeikommen, wenn ihr nicht die Leute wegknallen wollt. Bestellt euch dieses Menü. Gut, Soßen dabei. Alles hier. Mhm. Schau, dass sie schmecken. Ich hoffe, es schmeckt dir. Also, wenn die Leute das schon riechen könnten, wirklich, diese Trüffelnote ist wirklich hervorragend. Und ich habe gerade mitbekommen, die Trüffel wurden gerade frisch geliefert. Jeden Tag frisch. Jeden Tag frisch, die Trüffel. Wahnsinn. Und das ist jetzt ein Filetstück. Chateau Prion. Das ist der liebe Herbert, ein Inhaber von diesem Laden. Das ist richtig, Chateau Prion. Chateau Prion. Das wird vom ganzen Filet die Mitte rausgeschnitten. Ja. Und dann in 2 bis 3 cm dicke Stücke geschnitten. Wahnsinn, Wahnsinn. Das sieht wirklich traumhaft aus. Und komm, bevor wir hier lange drum rumreden, dann mache ich immer schön diesen Bismillah und rein damit. Das ist genau das Fleisch nach meinem Geschmack. So ist es. Wow. Wirklich brutal. Sehr, sehr lecker. Was sagst du? Ich lasse das gerade auf der Zunge zergehen. Wirklich traumhaft. Und Grillgemüse sieht sehr lecker aus, Christian. Ich bin heute kein Grillgemüse. Ne? Halt mehr. Heute richtig Cheat Day? Greifst du in die Pommes rein, oder? Ja, alles mal durch. Du hast schon den Kartoffelpüree genommen. Das Problem ist Weltklasse. Mit Parmesan überbacken, ne? Ja. Mhm.
Ich würde gerne diesen nehmen, weil der duftet so lecker. Das ist Kartoffelpüree mit Trüffel. Das ist ja auch genau dein Ding, ne? Wolltest du probieren, Tristan? Sehr gerne. Ich muss aufpassen mit Tristan und Christian die ganze Zeit. Nee, wir machen das anders. Der Tristan darf jetzt probieren. Und er kennt das schon. Wie macht das Flugzeug? Wo landet das Flugzeug? Wo? Am besten in meinem Mund. Ne? Komm, lass dich schmecken. Weil der Tristan ist wirklich der Trüffelexperte von uns. Und? Brutal. Geil. Inwiefern brutal? Willst du Fleisch auch mal probieren? Ich hole den Teller. Nee, nach euch. Insofern brutal, dass wird, wenn man mit Trüffel arbeitet, oft mit Öl gearbeitet. Das ist zu intensiv. Aber hier wird mit frischen Trüffeln gearbeitet. Die sind relativ mild und da kommt der Trüffelgeschmack richtig durch. Das ist wirklich traumhaft. Sehr, sehr lecker. Wahnsinn. So, und für die Leute, die immer in den Kommentaren schreiben, ist das Fleisch denn halal? Nein, das Fleisch ist nicht halal und mir ist das bewusst, dass das eine Sünde ist und ich hoffe, Gott vergibt mir. Und wenn ihr alle sündenfrei seid, die immer in den Kommentaren schreiben, ey, Charo, ist das halal? Ich wünsche mir vom Herzen wirklich, ich küsse eure Stirn, wenn ihr 100% vollkommen seid und wirklich 100% sündenfrei. Ich weiß, dass das meine Sünde ist und ich hoffe, ich finde irgendwann mal auf meinen Weg. Spinat? Komm, du bist auch aus meiner Generation. Spinat muss man essen. Einmal den. Warum? Den cremigen? Vorbei. Ja, Mann. Ey, schade, dass es diese Serie nicht mehr gibt. Ja, guck mal, ist das nicht so? Mich hat diese Serie geprägt. Warum? Popeye hat immer Olivia verteidigt, hat geraucht, ging in die Kneipe rein, hat sich geprügelt und immer Olivia verteidigt. Fand ich mega geil. Also, ich vermisse Popeye. Die Fritten sehen auch sehr einladend aus. Hier, Süßkartoffelfritten. Die sind crunchy. Das ist schon mal gut. Christian, du bekommst ja auch sehr viel rum, ne? Wann war deine letzte Auslandsreise? Letzte war in Prag. In Prag? Mhm. Okay, du bist gelandet. Was hast du als erstes in Prag gegessen? Wie heißt das? Baumstriezel. Was? Baumstriezel, kennst du? Baumstriezel? Baumstriezel. Nee, was ist das? Das ist ein Teig. Mhm. Der wird in, das ist so eine Form, die vorgegossen ist, ne? Die wie so ein Baum? Das ist, wie nennt man das? Keine Ahnung. Zylinder. Ungefähr. Mhm. Machen das in den Teig rein, dann drehen die das auf dem Grill oder sonst irgendwas. Brotteig? Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber dann wird es innen drinnen mit Nutella gemacht. Außen mit Kokosraspeln und so. Ganz süßen. Wahnsinn schmeckt das. Musst du mal gucken. Aha, so eine Spezialität da unten. Und kennt ihr das, Leute? Wenn ihr das kennt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinkommen. Und auch, wo man das essen kann. Vielleicht auch hier in Deutschland. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es das immer. Ja? Mhm. Ja, Weihnachten ist noch ein bisschen dahinter. Bis Weihnachten haben wir noch Zeit. Vielleicht aus der Community wissen, wo man das findet, könnt ihr gerne in die Kommentare reinknallen. Das klingt sehr, sehr süß. Ist es doch. Soßen fasst du gar nicht an? Ich sag dir, ich bin noch so voll von dem Hamburger. Ich krieg das nicht runter gerade hier. Na? Hast du schon gut weggemacht. Ja, alles komm. Ja, stell dir vor, wir sind jetzt in der 11. Runde. Alles komm. Ja, Adrian schaut gerade zu. Ja. Dann geht's vorwärts. Drago steht noch und wir müssen dann wegknallen. Komm. Alles klar, jetzt gib mal Gas. Oh, guck mal hier, der Käse, Wahnsinn. Sehr leckerer Parmesan. Auf den Punkt, ne? Mhm. Auch sehr intensiv vom Geschmack. Also kenne ich in der Kombination, aber habe ich auch noch nie gesehen. Kartoffelpüree mit Parmesan überbacken. Crunchy. Crunchy. Cheesy. Ist auch mal was ganz Neues. Und creamy. Und creamy. Geschmacklich? 1 bis 10. Der Laden? Ja. Bisher? Mit Anrichten. Geschmacklich, ich würde dir eine gute 9 geben. Sehr gut. Eine gute 9 von 10, wirklich top. Sehr, sehr gut. Auf die Preise könnten wir mal meistens eingehen. Die Leute fragen danach, was kostet denn so ein Teller? Das ist eine sehr gute Frage. Herbert! Happy! Boah, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Herbert, ja. Mein Lieber, was kostet dieses Filet Chateau Brion? Hier im Restaurant? Ja. Ja, klar. Also vom argentinischen Rind 36. 36 Euro, wie viel Gramm? 300 Gramm. 300 Gramm. Und wir haben das zwar nicht auf der Karte fürs US-Filet, aber würden wir das machen, wäre es um die 80 Euro.
weil das hochwertiger ist, besser von der Marmorierung, was du mir gerade gezeigt hast, unabhängig von der Cam. Und sehr teuer im Einkauf. Und auch sehr teuer im Einkauf. Wunderbar, ich habe dir ja auch gerade eine gute Fleischquelle nahegelegt. Und zwar ist das Josef Bio hier an der Hanauer Landstraße. Würde ich dir auch wirklich mal empfehlen, schau doch mal vorbei, weil der hat auch die perfekte Marmorierung. Auch Wagyu Steak, der hat unterschiedliche Rinder da. Wirklich top, top. Und alles auch regional. Sehr kannst du auch nochmal wunderbar damit werben. Ne? Alles wirklich hier um die Ecke sind die Kühe auf Bio. Denen geht es, glaube ich, besser wie so manchen. Hier, wo wir gerade sitzen. Ja, ehrlich, ehrlich. Also, die haben auf 6, 7 Hektar, 6 bis 8 Hektar, hatte 17 Kühe oder so. Ach komm, ja. Ja, ja. Wirklich sehr, sehr viel Platz. Wahnsinn. Danke, Herbert. Gerne. Eins müssen wir noch sagen. Das machen wir gleich nach dem Essen. Der Nachtisch hier. Ist stadtbekannt, sein Kaiserschmarrn, den er selber macht. Oh, ja, dann. Den musst du probieren auf jeden Fall. Ja, dann bitte, Kaiserschmarrn. Aber bitte kleine Portion. Wir haben hier noch einiges zu essen, kleine Portion, dann lassen wir uns gleich schön genießen. Ich freue mich. Danke. Während er jetzt den Kaiserschmarrn macht, habe ich eine Frage. Morgens Bodybuilder, der will jetzt auf Wettkampf gehen, vorbereiten. Natürlich müssen wir unsere Ernährung komplett anpassen. Wie ist das jetzt so beim Kampfsport? Ist ähnlich, sage ich mal. Mein Ernährungspartner macht auch viele Bodybuilder und es, wenn man das vergleicht, gut, ihr Bodybuilder seid ja richtig extrem, ne? Ihr geht ja richtig nach dem auf Ding. Auf Gramm und genau, alles. Auf Gramm. Das mache ich jetzt nicht so. Ich habe zwar ich esse Kalorien am Tag, ne? Jetzt zum Beispiel, ich fange an mit 2800 Kalorien die erste Woche, dann geht es stetig runter. Mhm. Und nur mal für die Leute, die letzten 14 Tage bin ich auf 1600, 1400 Kalorien. Oh, bei dem intensiven Training? Ja, also ist das Training immer noch so intensiv? Ja, schon. In den letzten zwei Wochen ist es nicht mehr so intensiv, aber trotzdem, es zerrt am Körper. Ne? Ja, ist klar. Und natürlich muss ich meine Ernährung auch voll umstellen und so Sachen dann halt. Vollwertige Kohlenhydrate, ja, gute genau. Proteine, viel Gemüse auch. Ja. Ne? Ja. Gut. Und wenig Fett natürlich. Ne? Ja. Aber, je nachdem, wenn dann gutes Fett. Und eigentlich immer nur nach den Trainingseinheiten so eine leichte Kohlenhydratmahlzeit, dass der Speicher wieder aufgefüllt ist. Aber sonst ist es eigentlich schon überschaubar, die Diät so. Ne? Aber gehört dazu. Klar, gehört dazu. Und okay, hast du den Gegner weggeknallt? Was gönnst du dir so beim Sieg? Jetzt, wenn ich vom letzten Kampf ausgehe, ist ja nicht so lange her, 4. Dezember war das, bin ich danach ins Hotel gegangen und ich habe schon gesehen, die haben alle Pizza bestellt. Da habe ich 4 Pizza weggeknallt. 4 Stück innerhalb von einer Stunde oder so. Das geht rein, als würde es der krass, Körper. Ne? Ja. Nur dann, so danach, diese Tage, dein Körper kann das gar nicht alles so verarbeiten. Du bist so gefressen, sage ich mal. Vollgezogen, ne? Auch im Wasser, der Körper zieht dann so viel Wasser. Ganz, ganz krass. Mhm. Und du hast auch wirklich, du fühlst dich dann auch so träge und so, du bist müde und natürlich. Wir arbeiten ja wieder die Kohle. Die Kohle machen ja müde, viele vergessen das ja. So ist es, genau. Und das kommt ja dann alles auf einmal. Ne? Da knallt es auch schon. Ein geiles Feeling. Ja, natürlich ist es geil. Ja, den Sieg im Nacken, weißt du, richtig schön voll gefressene Wampe, genau. Marienkäfer auf den Couch machen. Ja, alles gut. Ehrlich. Dann kommt Popcorn, alles drum und dran, weißt du. Ja, also, genau. So ist es. Aber dann, wenn es halt in die Vorbereitung geht, dann ist es halt nicht so schön. Wie auch die Laune dann nach unten geht, ne? Das kennst du ja bestimmt vom Bodybuilding her. Weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es. Also vor dem Wettkampf ist die Laune im Arsch. Danach ist super. Ja, na ja, danach ist ja. Danach ist Glücksgefühl. Ja, Glücksgefühl. Erst mal eine Woche Geburtstag. Genau, genau. Und dann, wie gesagt, ich hau schon gut rein auf jeden Fall. Ne? Das ist schon alles, was mir unter die Flinte kommt, sag ich mal. Ne? Hau ich weg, egal was es ist. Und ja, aber Pizza habe ich, wie gesagt, Pizza ist so, was ich gerne esse. McDonald's. Ich esse eigentlich einfach direkt Junkfood. Ne? Voll, ja. Pasta, dies, das alles. Nice. Grüßern, unser Kaiserschmarrn. Schau, jetzt kommt der Geheimtipp von mir. Der Kaiserschmarrn. Der Süße. Oh, guck dir das an. Kennst du das eigentlich? Jetzt klar, ist ja Österreichs Nationalgericht, so meine ich. Ne? Ja. Oh, mit Vanilleeis. Ja. Normalerweise kriegst du immer ein bisschen Sahne dazu. Heute hast du Vanilleeis und Johannisbeeren dazu. Also sieht wirklich sehr schön aus mit dem Mandelsplitter. Apfelstückchen sind auch dabei, oder? Ja. Ist dabei? Ja, muss. Ja, klar. Als Profi. Bisschen hier. Erstmal Natur. Erstmal Original probieren. Also, Konsistenz super, ne? Sehr, sehr fluffig. Kriegen nicht viele so hin, ne? Nee, sehr, sehr fluffig. Was mir auch gefällt, der ist nicht fettig.
fettig und der ist nicht trocken. Ja, ja. Weißt du? Ja. Schön. Ja, ich habe den einmal gegessen, aber der war sehr, sehr am Triefen. Ja, weißt du? Ja. Da hat sich ja alles so vollgesaugt. Und da muss ich wirklich sagen, der Koch hat das wirklich wunderbar hinbekommen. Weil ich nicht genug. Ah, jetzt kommt der Tristan wieder zu kurz. Warte. Der guckt schon wieder so traurig. Wenn ihr den jetzt gerade sehen könntet, hat das Habibi. Ich komme. Da kommt der Flieger, da kommt der Flieger, da kommt der Flieger. Die Sahne brauchst du jetzt auch nicht mehr bringen. Das ist schon weggeladen. Was ist eine Sahne? Eiscreme und Kürbiskern gemahlen. Mhm. Auch. Was für ein Eis? Vanilleeis? Vanilleeis. Mit Kürbiskernöl? Mhm. Und gemahlenen Kürbis. Probier. Ja. Nee. Boah, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Komm, wir, haben schon mal verrückte Eissachen gemacht. Brutal. Ich hab schon mal, warte, ich hab schon mal Köfte-Eis gemacht. Und Hummus-Eis. Echt? Ich schwör. Die Leute, die sollen das mal anschauen, das ist bei mir auf dem Channel. Ja. Das war schon crazy. Aber Eis jetzt mit Kürbiskernöl? Interessant, ne? Wow. Hätte ich nicht gedacht. Wie ein bisschen Milchschokolade, ne? Mm. So ein bisschen so, ne? Ey, der Kürbiskernöl schmeckt ganz anders hier. Muss Tristan füttern, der guckt schon wieder vor euch. Kommt wieder das Flugzeug, ja? Hm? Kommt das Flugzeug? Naja. Ja. Jetzt mal selber schon mal reingelöffelt. Boah, das ist aber wirklich brutal. Frage steht doch. Wir zwei Leckermäulche. Wir werden das noch richtig schön in Ruhe wegsnacken. Also ganz kurz, 1 bis 10. Kaiserschmarrn? 9,5. Mhm. Man muss ja immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen, ja, weißt du? Ja, aber ich sag dir, ich bin ja oft in Österreich und so weiter, ne? Mhm. Selten gibt es da so einen guten Kaiserschmarrn wie hier. Selten. Ich wurde schon mal eingeladen von einem aus der Community bei Ihnen in Österreich auf einer Almhütte. Der sagte auch, der hat einen richtig brutalen Kaiserschmarrn. Auf so Almhütten? Mhm. Und du warst, wurde es richtig frisch. Mhm. Und die Leute. Mhm, der ja. Lebt wirklich auf dem Berg. Der hat mich schon eingeladen, so zwei, drei Mal. Ja. Ich hoffe, ich komme dich mal besuchen. Ich weiß jetzt nicht gerade mehr genau, wer das ist auf Instagram, aber der hat mir wirklich schon ein paar Mal geschrieben. Und das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und ey, wirklich sehr, sehr lecker. Schaut hier vorbei bei Main mit Dinner. Wieder Frankfurter Main. Genau. Main Dinner. Schaut vorbei, bestellt das Filet Chatrebriand. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, so Chatrebriand. Und diesen leckeren Kaiserschmarrn mit diesem leckeren Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Wahnsinn. Hast wirklich tollen Geschmack getroffen. Christian. Ich weiß, was du magst. Danke, Habibi. Ja? So, meine Lieben, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir zwei Leckermäulche werden das noch richtig schön genießen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall erstmal ein Abo da, ein Like. Schaut auf jeden Fall bei Christians Kanal vorbei. Der ist wirklich der Kanal für Fighter, für Sport und Unterhaltung. Sehr, sehr pure Entertainment. Schaut nochmal auf der Beast Kitchen Seite vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Sharo.